The warrior who defeats him will be a rich man. Not one man in Israel. Not one of God's people. Nach tausenden von Jahren haben Wissenschaftler endlich das versiegelte Grab von Goliath, dem Riesen, geöffnet und die letzte Ruhestätte des legendären Philisterkriegers freigelegt, den der junge David mit einer einfachen Steinschleuder besiegte. That stone can hit with a great degree of speed and a great amount of force. Diese uralte Geschichte, die tief in der biblischen Geschichte verwurzelt ist, hat HistorikerInnen und WissenschaftlerInnen lange Zeit fasziniert. Well, in some major archaeological discoveries at a site near Jerusalem known as Lifta, they ate the sandy food around here, ended up with horrible tooth pain, and we're going to be able to understand the pain that they went through in their lives as well. Und sie dazu gebracht, sich zu fragen, wo diese kolossale Gestalt begraben wurde. Die jüngste Entdeckung von Goliaths Grab gibt nicht nur Antworten auf diese Fragen, I don't believe it. That's the skull of Goliath. Sondern bringt auch erstaunliche Details über die Bestattung des Riesen ans Licht. Erlebe mit uns die bahnbrechende Entdeckung von Goliaths Grab, die ein neues Kapitel in der epischen Geschichte von David und Goliath aufschlägt. Der Kampf der Titanen. David gegen Goliath und wer war Goliath? Die Geschichte von David und Goliath hat sich tief in das kulturelle Gedächtnis vieler Gesellschaften eingeprägt und symbolisiert den ultimativen Sieg des Außenseiters gegen scheinbar unüberwindbare Hindernisse. Im Mittelpunkt dieser biblischen Geschichte steht der Kampf zwischen einem jungen israelitischen Hirten und einem philistischen Riesen. Eine Geschichte, die über Generationen hinweg immer wieder erzählt wurde und die Fantasie unzähliger Menschen angeregt hat. Goliath, der philistische Champion, ist eine beeindruckende Figur in diesem historischen Kampf. Nach dem biblischen Bericht reichte Goliaths Erscheinung aus, um die Herzen der israelitischen Armee in Angst und Schrecken zu versetzen. Mit einer Körpergröße von mehr als 2,7 Metern, wie sie im hebräischen Text beschrieben wird, war er schon allein wegen seiner Statur ein furchterregender Krieger. Diese Größe variiert jedoch in den verschiedenen Manuskripten, wobei einige griechische Texte davon ausgehen, dass er etwa 2 Meter groß war. Trotz dieser Unstimmigkeiten war Goliaths Präsenz auf dem Schlachtfeld unbestreitbar einschüchternd. Die Ausrüstung, die Goliath trug, unterstrich seine Macht und seine Bereitschaft zum Kampf noch mehr. Gekleidet in ein Kettenhemd, das etwa 56 Kilogramm wog und geschützt durch bronzene Beinschienen, war Goliath eine Festung aus Bronze und Eisen. Sein bronzener Helm diente nicht nur als Schutz, sondern auch als Symbol für seinen Status bei den Philistern. Zusätzlich zu seiner Verteidigungsausrüstung trug Goliath Waffen, die seine Offensivkraft unterstrichen. Sein Speer, der wegen seiner enormen Größe mit einem Weberstab verglichen wurde, hatte eine eiserne Speerspitze, die 600 Schekel wog. Die Herausforderung, die Goliath für die Israeliten darstellte, war nicht nur physisch, sondern auch psychologisch. 40 Tage lang verhöhnte und verspottete er die israelitischen Streitkräfte und stellte ihren Glauben und ihren Gott in Frage. Diese psychologische Kriegsführung zielte darauf ab, den Geist der Israeliten zu brechen, noch bevor die Schlacht begann. Goliaths Anwesenheit und seine Herausforderung unterstrichen die Dominanz der Philister und ihre Herausforderung der Souveränität Israels und seines Gottes. In diese angespannte Atmosphäre trat David, ein junger Schafhirte ohne Rüstung oder traditionelle Kriegswaffen, nur mit seinem Glauben und einer Schleuder. Davids Entscheidung, sich Goliath ohne die Rüstung oder Waffen des Königs zu stellen, war ein tiefes Bekenntnis zu Gottes Macht über die menschliche Kraft. Seine Wahl von 5 glatten Steinen aus einem Bach als Waffe gegen den Riesen stand im krassen Gegensatz zu den schweren und ausgeklügelten Waffen Goliaths und unterstrich das Thema der göttlichen Unterstützung gegenüber der physischen Stärke. Goliaths Schädel. Die archäologische Gemeinschaft stand in Flammen, als einige Experten behaupteten,
Wissenschaftler hätten das versiegelte Grab des Riesen Goliath nach Tausenden von Jahren geöffnet. Laut Professor Richard Martin wurde Goliaths Schädel, in dessen Stirn der Stein aus Davids Schleuder eingebettet war, im Tal von Ela entdeckt. Dieses Tal, das in den Ausläufern des judäischen Gebirges liegt, ist von historischer Bedeutung, denn hier soll eine der berühmtesten Schlachten der biblischen Geschichte stattgefunden haben, der Zweikampf zwischen David und Goliath. Martins Behauptung könnte, wenn sie sich bewahrheitet, in der Tat einer der bedeutendsten archäologischen Funde unserer Zeit sein und die Sichtweise vieler Gelehrter und Geistlicher in Frage stellen, die den biblischen Bericht lange Zeit eher als ein Stück antiker Literatur denn als historische Aufzeichnung betrachtet haben. Die Entdeckung des Schädels im Tal, etwa 32 Kilometer südwestlich von Jerusalem, während einer archäologischen Routineuntersuchung verleiht der biblischen Erzählung eine greifbare Dimension. Die Untersuchungen, die an dem Schädel durchgeführt wurden, datieren ihn auf ein Alter zwischen 2900 und 3000 Jahren und passen damit genau in die Zeitlinie der Geschichte von David und Goliath. Die physischen Eigenschaften des Schädels, insbesondere seine Größe, bestätigen die biblische Beschreibung von Goliath als einem Mann von riesiger Statur, der 9 Fuß groß war. Die Auswirkungen einer solchen Entdeckung sind tiefgreifend. Sie stellt die moderne Auslegung antiker Texte in Frage und lädt dazu ein, die historische Genauigkeit der biblischen Erzählungen neu zu bewerten. Außerdem wirft sie ein Licht auf das Leben der Philister, ein Volk, das oft im Schatten seiner Darstellung als Gegner der Israeliten steht. Die Philister, die für ihre fortschrittlichen Technologien und einzigartigen Töpferstile bekannt sind, spielten eine bedeutende Rolle in der geopolitischen Landschaft des alten Nahen Ostens. Die archäologischen Erkenntnisse über ihre Gesellschaft, ihre Kultur und ihre Interaktionen mit den benachbarten Zivilisationen ermöglichen ein umfassenderes und differenzierteres Verständnis ihrer Rolle in der Geschichte. Das Rätsel der Philister. Aufbauend auf der bemerkenswerten Behauptung von Professor Richard Martin über die Entdeckung von Goliaths Schädel, führt uns unsere Reise weiter in das Herz der philistischen Zivilisation und ihrer Darstellung durch die Linse von Goliaths Geschichte. Die Philister, die ursprünglich aus der Ägäis stammen und sich an der Küste Kanaans niedergelassen haben, sind schon lange Gegenstand von Intrigen und Spekulationen. Die Entdeckung im Tal von Ela lässt nicht nur die legendäre Geschichte von David und Goliath wieder aufleben, sondern wirft auch ein Schlaglicht auf die hochentwickelte Gesellschaft der Philister, die sich durch fortschrittliche Technologien, einzigartige Töpfer waren und bedeutende architektonische Leistungen auszeichnete. Die Stadt Gath, die auch als Stadt Goliaths bekannt ist, dient als Brennpunkt für das Verständnis der philistischen Kultur und ihrer kriegerischen Fähigkeiten. Als zentrale Verteidigungsstadt war Gath mit gewaltigen Verteidigungsmauern, Tempeln und Palästen ausgestattet, die den architektonischen Einfallsreichtum und die strategische Militärplanung der Philister veranschaulichen. Die jüngsten archäologischen Funde in Gath, die eine Schicht monumentaler Architektur aus dem 11. Jahrhundert vor Christus ans Licht brachten, stellen bisherige Annahmen über die Blütezeit der Stadt in Frage. Die Funde legen nahe, dass Gath eine dominante Kraft in der philistischen Kultur und ein regionales Machtzentrum war, das es in seiner Blütezeit sogar mit dem alten Jerusalem aufnehmen konnte. Die Auswirkungen dieser Funde gehen über das Historische hinaus und reichen bis ins Mythische, da sie eine mögliche Erklärung für die biblischen Überlieferungen von Riesen liefern. Die monumentalen Steine und dicken, gut konstruierten gebrannten Ziegel, die in Gath gefunden wurden, könnten die Fantasie der biblischen Autoren beflügelt haben und so zu den Erzählungen über die Riesen geführt haben. Außerdem wirft die Herkunft der Philister als Einwanderer aus der Ägäis, die durch neuere genetische Studien belegt wird, ein Licht auf die Weitergabe von Baustilen und kulturellen Praktiken.
Die Ähnlichkeit zwischen den großen monolithischen Steinen in Gath und denen in Griechenland, Anatolien und Zypern deutet auf ein gemeinsames architektonisches Erbe hin und legt nahe, dass die Philister diese Praktiken mit nach Kanaan brachten. Wenn wir die komplexe Gesellschaft der Philister erforschen, gewinnen wir ein besseres Verständnis für ihren Beitrag zur kulturellen und technologischen Landschaft des Alten Orients. Ihre Geschichte, die mit der biblischen Erzählung von Goliath verwoben ist, lädt uns dazu ein, das Erbe der Philister zu überdenken, nicht nur als Gegner der Israeliten, sondern als eine lebendige Zivilisation mit einer eigenen reichen Geschichte, Traditionen und Innovationen. Das archäologische Projekt in Tel es-Safi, dem Ort, der mit Gath identifiziert wird, hat entscheidend dazu beigetragen, die Komplexität der Philisterkultur zu enträtseln. In über 2 Jahrzehnten haben die Ausgrabungen eine Vielzahl von Artefakten ans Tageslicht gebracht. Von Töpferwaren über Waffen bis hin zu religiösen Utensilien, die einen noch nie dagewesenen Einblick in das tägliche Leben, die wirtschaftlichen Aktivitäten und die spirituellen Praktiken im alten Gath bieten. Diese Funde stellen vorgefasste Meinungen über die Philister in Frage und zeigen sie als ein dynamisches und vielseitiges Volk, das eine bedeutende Rolle im historischen und kulturellen Gefüge der Region spielte. Die religiösen Praktiken der Philister, die durch die ausgegrabenen komplizierten Artefakte und Tempelanlagen belegt werden, spiegeln eine enge Verflechtung des Glaubens mit dem sozialen und politischen Leben wider. Ihr Pantheon, zu dem Gottheiten wie Dagon, Ashtaroth und Baal gehörten, weist auf eine reiche theologische Landschaft hin, die jeden Aspekt des Philisterlebens beeinflusste, von der Herrschaft und Kriegsführung bis hin zu Landwirtschaft und Handel. Das Verständnis dieser religiösen Praktiken bietet einen Einblick in die Seele der Philistergesellschaft und offenbart eine Gemeinschaft, in der der Glaube nicht nur ein spiritueller Ausdruck war, sondern auch Elemente, die ihre Identität und ihren Zusammenhalt als Volk prägten. Die Gesellschaftsstruktur der Philister mit ihrer Betonung auf kriegerischen Fähigkeiten, religiöser Hingabe und sozialer Hierarchie zeigt die Komplexität ihrer Zivilisation. Schon in jungen Jahren wurden Menschen wie Goliath in die Kunst der Kriegsführung eingeführt, doch ihre Ausbildung ging über das rein körperliche Training hinaus. Sie umfasste auch Taktik, Führungsqualitäten und Diplomatie, wichtige Fähigkeiten, um die Herausforderungen der antiken Geopolitik und interkulturellen Beziehungen zu meistern. Wusstest du diese Dinge über Goliath? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefällt, gib ihm einen Daumen hoch. Wenn du mehr Videos von uns sehen möchtest, klicke auf eines auf dem Bildschirm oder schau dir unseren Kanal an. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.